Moin moin Leute, ich bin Ledekovers Brain oder Infodidatik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von The Bunny Graveyard. Beim letzten Mal haben wir unsere Fäuste sprechen lassen und jeden im Ring ehrenlos bezwungen und komplett aufs Fressbrett gegeben. Leider nicht komplett ungeschlagen, aber so ist es nun mal. Wir können uns jetzt erstmal hier weiter umschauen und ich bin sehr gespannt, was wir hier so finden werden. Was haben wir hier? Train with Stuart again. Können wir das wieder? Alright. Ich will nicht mehr. Ich möchte gehen. Top. Kann man das wohl auch schaffen, ohne einmal getroffen zu werden? Weil ich glaube, wenn man einfach aufpasst, da gibt es doch auch Safe Achievement für. Ich weiß nicht, ob das jetzt vorher auch schon gezählt hat. Hey! Beat Stuart without getting hit. That's how you do it. Alright, easy test. Also falls ihr euch das Achievement abholen wollt, das geht auch so. Also wenn ihr es beim ersten Mal nicht geschafft habt, so wie ich nicht. Ich habe das nur vorführen wollen. Natürlich, natürlich. Boxer! Können wir mit dir nochmal reden? Was geht? Sup, dude? You wanna get on the ring and fight again? Nee. Also da kann man sich dann auch die anderen Achievements holen, weil man kann ihn natürlich schaffen, ohne knocked out zu gehen. Klar. Was ging hier? Hier war, konnten wir uns einen Namen aussuchen, ne? Change your intro and fighter name. Okay, das könnte man changen. Alright, alright. Wollen wir auch erstmal nicht. Aber viel wichtiger, wir können jetzt nicht nur den Gang nach unten gehen, um uns auszuruhen, sondern wir können jetzt hier links rein, wo wir vorher nicht rein konnten. Was haben wir hier? Creepy. Handle Banks Room. Damn. A mirror. It's so high up, you can't even see yourself on it. Wow. Und die Haare. This must be one of Handlebank's wigs. Do you wear wigs? When did you wear wigs? Oh, toll. Ah, Moment, haben wir wirklich alle gesehen? Wenn es vier gibt, die haben doch nur gegen drei gekämpft, oder? Handsides Room. Oh. Er war gerade hier. Who was that? Oder war er das nicht? This is Handsides Costume. Gibt es jemanden, der unsichtbar ist? Und das ist dann die Nummer 4? Finger Taker's Room. Hey dude, I know it's been a hard couple of days, but I'm sure he will be back by tomorrow. Please stop avoiding us, we miss you man. Box. Please stop avoiding us? There's also some bricks lying on the floor. Okay, der hat einfach hart reingebuttert. Was geht hier? The door is locked, maybe the key can still be found somewhere in the hideout. Hier so... Moment. A mattress? The walls are cracked. There's also some bricks lying on the floor. Es soll einen Schlüssel geben hierfür. Vielleicht müssen wir uns einfach noch genauer umgucken. Also es wurde ja eben hier auf jeden Fall gerade eine Hand gefunden. Handsides Room. Ist die Hand, die wir gerade gesehen haben, vielleicht jetzt in diesen Raum gelaufen? Nee. A mirror, aber da können wir nichts drin sehen. Und sonst ist hier auch nichts. Wir müssen einen Schlüssel finden. Und zwar unbedingt, weil ich will wissen, was da drin ist. Wie kommt man da oben in die Räume? Oder sind das einfach die Räume für die Zuschauerränge? Wahrscheinlich. Wir können jetzt natürlich auch nochmal den Fahrstuhl nach oben nehmen. Visit the upper floor. Klar, warum nicht? Vielleicht können wir uns oben noch irgendwie umgucken und was Besonderes finden. Weil es hieß, dass wenn wir den Gang nach unten gehen, dass wir uns dann ausruhen würden. Deswegen würde ich es jetzt so betiteln, dass wenn wir nach unten gehen, dass wir dann zu dem Punkt kommen of no return.
Wow, Handy Pals are so talented. That's the groove, man. Wow. Not bad, not bad. Okay, was geht mit euch hier? Warum ist er hier so am Zittern? Alles gut mit ihm? Geht's da hinten irgendwo hoch? Nee. Aber geile Musik. So eine kleine Jazz-Area. Aber hier geht es auch nach unten. Ist das dann der Weg, der wieder rausführt? Ja. Ey, yo. What's Fingertaker doing down here? He seems to be staring at the boxer's graffiti art. Best not to bother him. Warum guckt er das Graffiti von Boxer so genau an? Huh? Gruselig. Das finde ich halt irgendwie auch so geil an dem Spiel, dass es halt irgendwie die ganze Zeit auch in sich selbst so versteckte Easter Eggs und Mysteries hat, die man erst herausfinden muss. Das hat so ein bisschen was... You can't go back to the garden yet. Okay. Das hat so ein bisschen was von, wie hieß es noch? Ever? Gott, dieses Rhythmusspiel, was ich auch gespielt habe. Everhood. Ich glaube, es hieß Everhood. Das hatte ja auch so ganz viele Secrets, wo man speziell zu bestimmten Orten gehen musste und sowas. Okay, der guckt auf jeden Fall die ganze Zeit dieses Graffiti an von Boxers. Huh. Alright. Und wir müssen halt irgendwo einen Schlüssel finden, aber wo könnte der sein? Vielleicht müssen wir den Gang doch erst nach unten laufen, um da irgendwie noch mehr zu finden. Wir gehen erstmal wieder nach unten. Weil ich glaube nicht, dass man hier oben einen Schlüssel findet. Da war jetzt nur der Jazzraum, die Chill-Out-Area. Aber... Und wir müssen auch mit Sicherheit irgendwo noch eine Kassette finden. Weil wir können in dem Raum hier eine Kassette abspielen, also ist es eigentlich klar, dass wir irgendwo irgendwie eine finden werden. Safe. Gehen wir mal einmal kurz hier runter. Okay. Wir könnten uns jetzt schlafen legen. Aber das will ich noch nicht. Es hieß, man könnte einen Schlüssel finden in diesem Hideout. Aber wo könnte das sein? Ich will mich nicht schlafen legen, weil ich Angst habe, dass ich dann diese Possibility hier wegwerfe. Jetzt müsste man wissen, wo man den findet. Also hier definitiv nicht, weil hier haben wir nur die Schubladen, hier haben wir die Haare. Kommt denn jetzt nochmal die Cutscene, wenn wir hier reingehen wollen? Ja, oder das sollte halt wirklich einfach nur ein Witz sein wegen Handsight, ne? Die versteckte Hand und so. Was genau stand denn hier jetzt nochmal drauf? I know it's been a hard couple of days, but I'm sure he will be back by tomorrow. He will be back by tomorrow. Ja, und hier ist nur eine Matratze, aber hier oben haben wir noch das da, aber da können wir ja nicht reinschlagen oder so. Kein Schlüssel und nix. The door is locked. Maybe the key can still be found somewhere in the hideout. Oder man findet den Schlüssel wirklich erst später. Legen wir uns vielleicht doch erstmal schlafen, weil er sagt doch jetzt bestimmt nur, ob wir nochmal kämpfen wollen, ne? Na. Okay. Gehen wir erstmal nach unten. Genug erstmal umgeguckt. Hoffen wir, dass wir das jetzt nicht komplett verwelkt haben. You won't be able to go back to the hideout. Go to sleep anyway. Okay. You won't be able to go back to the hideout. Dann ist ja klar, dass der Schlüssel hier sein muss. Also dann ist es ja sowas von klar. Aber wir werden ja nicht nochmal kämpfen müssen. Das wird ja nur dafür sein, dass man halt nochmal... Wo könnte der Schlüssel sein? Ich glaube, das ist eine Kleinigkeit, die möchte ich tatsächlich nachgucken, weil ich nicht möchte, dass ich das verpasse. Irgendwo, 100% Achievements, mit Sicherheit steht das hier auch mit drin. Unmissable Achievements, The Hideout. Komm schon, Fighting the Boxers. You opened the door. Get the key on the right of the blinking light in the corridor on the other floor. Get the key for the mysterious room on the right of the blinking light in the corridor.
Da, wo das so am Blinzeln ist, oben bei dem... Das ist ja ganz am Anfang in dem Gang. Gehen wir nochmal hoch. Boah, ich bin so... Wirklich, ich will bei diesem Spiel eigentlich echt alles mitnehmen, was es irgendwie gibt. Ja, wenn man hier jetzt nämlich zurückgeht... Und dann... An ihm vorbei... So, weil natürlich, ein Licht hat hier die ganze Zeit so gefunkelt, aber ich dachte, das ist halt, wäre so, soll so horrormäßig sein. Hier müsste es, da! So, und hier soll das jetzt sein, oder wie? Tatsächlich! Why are there so many boxes here? There's something inside the box. Grab it. You found a mysterious key. Oh boy. Ja, ab dafür. Das heißt, wir können jetzt in den Raum von dem Fighter Nummer 1, der so gesehen dann, wenn man nach der Reihenfolge geht, noch stärker sein müsste als Finger Taker. Ist das vielleicht sogar der eigene Raum von Boxers? Ich bin so gespannt, was wir da drin finden werden. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. That's interesting. So, gucken wir doch mal nach. Der Mysterious Room. Was finden wir hier? The mysterious key you found earlier appears to be intended for this door. Rein da. You opened the door to the mysterious room. Looks like the other fight has left some presents here. Iron Punch. Holy! It's an Iron Punch poster. It looks pretty old. Wie cool! Oh mein Gott, ich lieb's. Sehr stark, sehr stark. Okay, kleines süßes Easter Egg, wo man tatsächlich echt lange für suchen muss, damit man das findet, weil ich wäre nicht dahin gekommen, dass man unbedingt da an der rechten Wand so lang straven soll, um zu gucken, ob man da irgendwie reinkommt. Fancy. Aber gut, dass hier auch die Nachricht kommt, dass man nicht nochmal im Hideout unterwegs sein kann, weil sonst wäre ich jetzt schlafen gegangen und hätte mich aufgeregt, dass ich nicht weiter suchen kann. Von daher, sehr gut gemacht, um alle abzuholen, die da alle Achievements holen wollen. Nice. Aber wenn wir jetzt nicht mehr in den Hideout können, was erwartet uns jetzt hier unten? Alle am Schlumsen hier. Okay. Was werden wir hier jetzt vorfinden? Es ist auf jeden Fall dunkel. Hey, so, I know this is sudden, but I need to let you know about something. Come. Er will uns etwas wissen lassen? Wir gehen noch tiefer? Okay. Boxers? Was geht hier unten? Was ist das hier? You see, we are actually planning to get out of this place. And I don't just mean the hideout, I mean the garden in general. I'm sure you're wondering why and, well, Sky has been slowly killing some of the handy pals. Or at least that's what we think. Recently, she's been guarding the labyrinth like crazy. And after some research, we figured out that it was made to hide some kind of way out of this place. But ever since we found that out, handy pals have been going missing. In fact, this morning, number 8 also went missing. And we can't just leave without him. This was his plan after all. So I'm gonna ask you for a little favor. Please look for him when you get back there. Look, I would never send any handy pals to the garden, but you're not a handy pal. I don't even know what or who you are, but I do know one thing. You are strong, and I know you can do this. So please bring him back to us. Mm-hmm.
Thanks a lot. The fighters already know about this, but we need one more day to prepare ourselves, so we'll have to stick with Sky for tomorrow. It's okay though, we'll meet you at the Labyrinth the next day. Be careful out there, my dude. Also sind wir jetzt der neue Spitzel quasi und wir sollen als Nicht-Handy-Pal irgendwie herauskommen. Tag Nummer 2. Oh boy. Ja, wir haben ja leider schon gesehen, wir sind ja der alleswissende Zuschauer quasi, was mit Nummer 8 passiert ist. Angst macht sich breit. Okay. Könnten wir nicht einfach jetzt versuchen zu verschwinden? So einfach, Sky's lovely garden. Can't we just leave? Not yet. Okay, dann nicht. Dann gehen wir mal hoch und haben einen ganz tollen, netten Tag mit Sky. Wird bestimmt nichts Schlimmes passieren. Guten Morgen, liebe Hände. Soll ich klopfen? Hallo. The door is locked. The Handy Pals might still be asleep. Okay, die Handy Pals schlafen noch. Das sollen sie auch. Ich möchte mich natürlich hier trotzdem immer so ein bisschen umgucken. Falls es hier doch irgendwo so ein kleines Secret noch versteckt irgendwo gibt. Aber scheint erstmal nicht so. Oder will er jetzt, dass wir jetzt schon zum Labyrinth gehen? Das könnte natürlich auch sein. Dass jetzt mit Tag 2 quasi der... Hi. Welcome back, partner. Did you miss me? Because I sure did start to miss ya. Sorry, just trying to stay positive. Es regnet. No, it's raining. Don't worry though, we can still do some gardening today. I think... Oh, who am I kidding? I can't plant with this rain. Die Öhrchen. Oh. Wait, I have an idea. Was für eine Idee? Watch this. Holy Handy Pals, I have some exciting news for y'all. We're taking a trip to the lake. Alter, die sind gerade von einem Herzinfarkt aufgewacht. Man, you guys are not fun. Wie süß. Was war das? Looks like we're almost there, Handy Pals. Where are the other three? They probably got lost again. Can you go and look for them, please? Na klar, ich such nach denen. Hier. Im Dunkeln. A shotgun shell? A shotgun shell? Warum sollte hier... Klar. Eine Patrone von der Schrotflinte. Vollkommen normal. Oh Gott, man kann sich verstecken, glaube ich. Oh Gott. Wir werden uns gleich mit Sicherheit verstecken müssen. Hey, da ist ein Handypal. Ey, yo. Two more Handypals left. Okay. Ich will mich natürlich trotzdem so ein bisschen noch umgucken. Falls hier noch irgendwo was versteckt ist. Und man kann sehr weit... Hey! Hey! Bleib hier! Ey, yo! Müsste er nicht hier drin sein jetzt? Hä? Huh? Uh-oh. One more handy pal. Huh? Looks like the handy pals need your help. Maybe they found something important. Okay.
Schieben! Alright. Was ist das hier? Ist hier auch wer versteckt von den Handypals oder ist das ein geheimer Weg? Handypals! Could you hurry up, please? I ain't got all day, you know? Alrighty, pals. Before we start, I need to talk to an old friend of mine. So I'm gonna need you all to wait here for a bit. It will be quick, I promise. Und jetzt haben wir, dass wir das da oben gesehen haben, das... Go inside the cabin. Nee. Also das können wir. It's too dangerous to go back there. Aber wir können uns doch mit Sicherheit hier auch irgendwo so ein bisschen noch was angucken. Oder? Was geht denn hier unten? Ne, wir müssen als nächstes, denke ich, rein, oder? Was ist, wenn wir jetzt hier lang genug warten? Meint ihr, da passiert irgendwas? Werde ich gleich ins Meer reingezogen, bin tot? Who knows? Everything could happen. Nobody knows. Mit den anderen Handypals kann ich nicht reden. Sprechen anscheinend leider nicht meine Sprache. Schade. Aber was sich hier drin befindet, Freunde, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü. Brrr.